Zockermorde. Düb, düb, düb und damit herzlich willkommen zurück zu Amnesia The Dark Descent. Wir sind jetzt im Hauptschiff. Lass uns mal hier zum Spiel. Und ja, da ist er wieder. Ich bin wieder da. Zur letzten Folge ist ja ein bisschen Zeit verstrichen. Aus diversen Gründen, ne? Halsschmerzen, wieder Halsschmerzen, renovieren und das Leben an sich, Leute, ne? Aber keine Sorge, das geht hier immer weiter. How much more, Baron? How much more am I supposed to withstand? Kill me already! Kill me! This one, prepare him. Okay. Vielleicht noch ganz kurz zur Story, damit wir alle wieder im Bilde sind. Ne? Ich bin Daniel, bin aufgewacht, Gedächtnis verloren. Und hier gibt es einen Alexander von Brennenburg. Wir sind in seiner Burg, Schloss Gedöns hier. Und versuchen ihn zu finden. Und so wie es aussieht, haben wir uns Nachrichten hinterlassen. Und anscheinend mit Absicht das Gedächtnis gelöscht. Und den Alexander, den müssen wir jetzt mal auf den Zahn fühlen. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja die Qual der Wahl durch die ganzen Türen. Hier zu gehen oder nach oben. Wir gehen jetzt einfach mal nach rechts da. Und hier läuft noch ein Gollum durch die Gegend. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und im Dunkeln dürfen wir auch nicht bleiben, weil sonst werden wir irre. Okay, hallo. Machen wir das Lichtchen aus. Ja, alles klar, das sind so die Folterkammern hier, ja? Alles klar. Ja, ich bin jetzt nicht so verschwenderisch mit meinen Sachen, aber besser. Der Vergewaltiger hing kopfüber. Ich sag mal ein Häkchen, der vermeintliche Vergewaltiger. Ich glaube, der wurde ihm, das wurde immer nur gesagt, damit das durchzieht. Seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Gut. Alles klar. Sie haben ihn einfach von oben nach unten durchgesägt. Ist easy. Macht man so. Das ist eine ganz normale Prozedur. Und ich habe ein Stück meiner Kugel. Genau. Die liegen laut. Genau. Hier sind die Folter. Die haben mich ja gedacht, das war das letzte Mal gewesen. Diese Folterkammern waren sie ja gar nicht. Die sind, kommen jetzt erst. Okay. Da sind ja noch die Stücke von der Kugel verteilt. Von dieser Sphäre, die wir hier irgendwie wieder zusammenbauen müssen. Um überhaupt dahin zu kommen, wo wir hin wollen. Und ich denke mal, die sind hier unten einfach alle. So, und dann vielleicht noch. Es ist ja mittlerweile Outlast 2 draußen. Wer mir auf Twitter, Facebook oder so auch folgt, der weiß schon, dass ich das geholt habe. Und es geht auch hier bald auf dem Kanal los. Freut ihr euch schon? Ich freue mich sehr schon. Oh, hier wieder ein Stück. Alles klar. So, hier gibt es wieder was zum Drehen und zum Machen. Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. So, vielen Dank. Leute, kurzes Päuschen, wer das jetzt hier hört, ich weiß es nicht. Ich bin noch im Battle.net on, ne? Und mir wird ein Bullshit angeboten. So, püff, da bin ich wieder. 1, 2, 3. Wenig Komfort. So. Oh, hier unten haben wir wieder ein Ding. Kann man mitnehmen. Ja, das mit dem Battle.net ist ja ganz heimtückisch, ja. Ich dachte, das hätte ich ausgemacht, aber dem war nicht so. Drehen wir hier, ich weiß nicht. Oh, Alter. Ruppeln, 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 ruppeln. Alles klar, da wird das noch umgezogen und dann wirst du auch noch näher ruppen wahrscheinlich. Genau. Ja. Alter, wir sollten fest hier machen, auseinandergezogen. Was ist los? Mach Licht an!
Ja, hier. Hängst du dich wieder? Oh, Alter, noch locker. Oh, Alter. Er dreht langsam richtig durch. Er dreht richtig durch. Freunde, er dreht richtig am Rad. Ich muss ein bisschen sparen. Ich kann auch rennen, Mensch. Ernst vergessen. Nee, Hauptschiff, da bin ich doch. Und da lang. Da liegt ja einer rum. Hallöchen. Oh, du siehst die Zeit ab. Da muss man hier rein, glaube ich, ne? Oh, mal Licht an. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a madman. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Mhm. Naja, dann füll auf da. So. Machen wir nochmal hier einen an. Mann, hier. Also ich muss jetzt ein bisschen hier mehr mit Licht arbeiten, weil irgendwie ein bisschen heftig hier. Das ist dann auch mal so, ne? Auch dran festhalten, ich bin unschuldig. Also, sie waren wahrscheinlich auch sehr unschuldig. Das tut ja nur so, damit er hier keine Skrupel hat. Der Brandstifter schrie, als er langsam gepfählt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen der Opfer zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt. Aber die Folter hatte einen größeren Effekt, als er erwartet. Es war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen. Die werden ihn erneut vergessen lassen. Mhm. Okay, ich brauche aber hier noch ein... Hier, Alter. Wo haben sie denn draufgesetzt, Alter? Warte, brauche ich noch ein Stück oder kann ich das schon zusammensetzen? Bleibt nicht zusammen. Okay. Ah, da ist es. Boah, Alter. Okay, 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 geht nicht. Okay. Ja. Nochmal schnell zurück. Dann gehen wir mal das Treppchen hoch, würde ich sagen. Gucken, was da los ist, ne? Waren jetzt hier überall drin, ne? Ja. Ich höre schon wieder komische Stimmen. Also eine Wendeltreppe hier hochzugehen, ist richtig einfach. Hallo? Ja, aha. Hier ist ein Kreuz. Das ist der Brennenburg. Ah, Arschloch. Nee, weiß ich nicht. Armin. Habt ihr da unten in der Folterkammer auch, wo das, das Blut abläuft? Ich glaube, das musst du irgendwie auch sammeln. Ich glaube, auch dieser ganze Prozess dieser Folter, der ist auch wichtig gewesen. Was wir hier so haben, was ist das denn? Ein Stück Schnur. Oh ja, was zum Wahnsinn. Notizen zur Folter. Aha, das kriegen wir sicher ein bisschen mit, was das auch auf sich hat, warum das so wichtig ist.
Es sind einige wichtige Punkte über Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktionen der Opfer sehr unterschiedlich sein würden. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke die erwartete weit übersteigen. Wurde der Willen des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch den von mir gewünschten Effekt. Demnach sind folgende Schritte einzuhalten. Eine Gebrauchsanweisung zum Foltern. damit es nicht zu easy ist. Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist. Die Art der anzuwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen der Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an das Bevorstehende versetzt das Opfer in Geruch noch größere Angst bei. Zufügen der Schmerzen sollte zu großer Schaden vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Okay. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen, dann warten, bis der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden. Alter, weiter. Das ist schon eine richtige kleine wissenschaftliche Reihe hier gemacht, ja. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Ah, siehst du, darum geht's, okay. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximal gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war. Um das zu vermeiden, ist Amnesietrank zu verabreichen und es später neu zu versuchen. Aha! Amnesia, Amnesie, ich hab keinen. Alles klar, hat er mir auch noch hier voll der kleine Pimmel. Oder ich habe was nicht gemacht, was er wollte und deswegen war alles für den Arsch und deswegen... Irgendwas war hier. Was ist das denn schon wieder? Bist du erst meine Liebste, die ich so vermisse, oder bin ich es selbst? Ich weiß, was sie geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie, ein dämonischer Sultan, der auf einem dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtete mich und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf ein Tablett präsentiert haben wollen. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Was war das schon wieder, Alter? Ich kann damit überhaupt nicht anfangen. Was hier für Luft? Oder er hört gerne die. Was ist das denn? Ein Knochen mit Schleim bedeckt? Rein. Gut. Dann war's das. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder zurückgehen zu diesem Tor, Leute. Könnt ihr noch erinnern? Könnt ihr euch noch vage erinnern zumindest? Dass so geschützt ist, wo ich auch schon Teer reingehämmert habe. Und diese Schale davor. Wie abscheulich, dachte er. Gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise, denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. So, Gott. Okay. Ach ja, er hier. Stimmt ja. Hi. Ich grüße dich, Alter. Ich grüße dich. Siehst du scheiße aus? Aber du bist ja da drunter irgendwie, ne? Wieder was für mein Notizen Memo, nee, Rück Tagebücher, nein, Mementos, also solche Frühstück können im Alltag gefunden werden. Ab. Ja, ich würde sagen, ich habe drei Teile und das passt schon, oder? Eins, da fehlt wahrscheinlich noch eins. Wir checken das jetzt erstmal. Wir gehen jetzt erstmal nochmal zurück. War das hier oben? Ich weiß nicht. Ne, hier oben nicht. Nein. Mach
Auf wie's läuft, wie so, ne? Mal zu tun. So, hier machen wir drinne. Hier nochmal. Noch ein Tor. Bärschiff. Guck mal da nochmal rein. Du bist so weit gegangen. Der Mann erstickte, denn er konnte zwischen den Peitschenhieben nicht mehr atmen. Verärgert fing er an, nach dem Damaskus-Rosenöl zu suchen. Ach ja, hier waren wir ja schon, nicht? Entsinne mich leicht. Ja. Was scheiße, dass mal alles wieder zugeht hier. Da ist noch einer, guck mal. Naja, wenigstens etwas. Wir huscheln zurück. Altarum, jetzt wissen wir, wo der Altarum ist, Alter. Aber wir waren ja hier überall schon, sind wir auch hochgegangen, waren wir auch schon, da war nichts mehr, nicht? Nein. Also nochmal back in black. Hauptschiff. An diesem Tag starb etwas in ihm. Zu sehen, wie sich dieser Mann davon machte, war mehr als sein Verstand ertragen konnte. You. Achso, warte mal, wir waren da, da, da. Hier war das mit diesen Fleischhappen, stimmt. Ah, you again. Oh, ich bin's wieder. Oh. Okay, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Hier erstmal Vulkan, ne? Oh, weit hüpfen. So. So, die ist relativ hell. Laudanum, kann man immer hier brauchen. Gut. Da ist noch was. Wir lesen nochmal das hier oben. Agrippa beeinflusst Meyer, ne? War das oder Wire? Ne, Meyer. Ne, Wire, okay. Wire verspottete mich von der anderen Seite. Ich vertraute ihm den wahren Grund meiner Anstrengungen an und dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. Wire behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich müsse ihn aber zuerst Agrippa geben, damit auch er helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gern diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen. Wenn er mir meiner Rückkehr verweigert wird? Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl, aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Wire sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamta verabreichte. Die giftigen Pilze sollten eine lähmende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplars finden. Der Altarum scheint für diese Sorte fruchtbarer Boden zu sein. Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Tamta hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon alleine das Schreiben des Wortes mit diesem Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets des wasserbewohnenden Kerng. Ich muss Vaya darüber sprechen. Ich muss mit Vaya darüber sprechen. Er muss mir einen Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. Okay, warte mal, hier ist irgendwer. Was ist hier los? Ist dieser Alexander? Wird er vielleicht selber nur benutzt? Weil einer aus der Verbannung kommen möchte? Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu, während ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder in Diskussion zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander.
der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben und auch sie werden älter und dahinschreien, während ich derselbe bleibe, nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qual. Alles klar, der ist unsterblich. Ja. Der Mann, das kann auch einen geben. Alter, warum ist er? Du bist zu weit gegangen. Der Mann erstickte, denn er konnte zwischen den Peitschenhieben nicht mehr atmen. Verärgert fing er an, nach dem Damaskus Rosenöl zu suchen. So, haben wir's. Na, Highlander. Alter, Raum. Hat wieder was zum Lesen. Morgen gleich, aber mal. Gucken wir uns hier um. Wenigstens über Licht, das gefällt mir schon mal. Ein bisschen sparen. 15. August 1839. The Blood Wards are failing. The Shadow beckons and its cry disarms my actions. Hurry. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry! Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Paint the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill, let it come! Mach mal das. Please, I didn't do anything. Paint the man, cut the lines. Paint the man, cut the lines. Please, the man cries. Ah, ah. Now you see. I did well. One life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Okay. Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Bis gleich. Bin ganz schön fies drauf. Hallo. Oh hier. Oh ja, 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 schön. Schön, schön, schön. Okay. Zunderbüchse. Ja, weiter, oder? Was hier? Hör mal. Ja, doch. Runter ist meistens weiter. Hoch ist meistens zurück, nicht? Altarraum, Haupthalle? Ja. Die Angst überkam ihn erneut. Er griff nochmals nach den leeren Flaschen Laudan um. In seiner Frustration warf er sie gegen den Bettpfosten. Ja, mach uns Spaß. Ja. Los, geht ab, Alter! Limpien an. Ich dachte, hier wieder das Gollum-Ding rum. What are my intentions, Daniel? Salvation. It used to be yours. But now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Is it for the greater good? Are you doing the world a service? It is you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Okay. Ich dachte, da sogar noch rum. Da.
Tschüss. Geh mal hier rüber. Na, hat er mich? Ich glaube ja. Ja, der verfolgt mich hier, der kleine Affe, Alter. Ah! Gott. Lauf nicht. Alles klar. Lauf nicht. Ah. Papa, aber das ist ein ganz gutes Ende fürs, Für den Start der nächsten Folge. Ich sag mal wieder, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei Amnesia und dann auch bald Outlast 2. Hup, hup.